So, in diesem Kapitel geht es um das Selbermachen von OER. Anja, wie geht denn das? Naja, erstmal macht man ein Video oder ein Bild, wie man das sonst auch macht. Aber dann ist ja die Frage, welche Lizenz kann man da draufpacken? Was ist, wenn ich es mit anderen Materialien gemischt habe? Und auf welchen Plattformen veröffentliche ich das? Genau, und das schauen wir uns in diesem Kapitel an. Also wie ich mein eigenes Werk lizenziere und wo ich es veröffentlichen kann.